Herzlich willkommen zum ersten Kapitel meines 6-Jahres-Specials. Da ich im letzten Teil behandelt habe, wie ich dazu gekommen bin, mit YouTube anzufangen, werde ich heute in diesem Part über den Anfang meiner YouTube-Zeit und auch über das erste YouTube-Jahr berichten. Viel Spaß! Nun war es soweit. Ich konnte endlich mein Ziel anstreben. Ich hatte alles, was ich brauche. Einen eigenen PC und auch die Motivation und Lust, Let's Plays zu machen. Ich schaltete den PC an und ging auf YouTube. Ich weiß es sogar noch, dass es abends war. Ich klickte auf Kanal erstellen, wo ich erstmals meine Daten eingeben musste. Danach kam der Name des Kanals. Ich wusste aber schon lange, wie ich ihn nennen werde. Johnny X. Doch da gab es leider ein Problem. Der Name war offenbar schon vorhanden, sodass ich ihn nicht nutzen konnte. Also brauchte ich schnell eine Alternative. Ich brauchte nicht lange zu grübeln und schon hatte ich meinen neuen Namen. Ich habe einfach ein LP am Ende rangehangen, wodurch der Name Johnny XLP entstand. Ich richtete mir alles Mögliche ein und abonnierte erstmal ein paar Kanäle. Endlich hatte ich meinen eigenen Kanal. Am folgenden Tag, ein Samstag, habe ich auch mein erstes Video aufgenommen. Der erste Part von meinem ersten Let's Play Pikmin German Deutsch. Ich habe diesen Part dann schnell hochgeladen und dieser war auch sehr schnell oben. Ich freute mich, dass ich endlich meinen ersten Schritt getan habe. Um 12.20 Uhr am 14. Juli 2012 kam dann mein erstes Video, womit ich mich der Welt ankündigte. Mein Kanal begann mit folgenden Worten. Hallo Leute, hier ist Johnny X und heute spielen wir Pikmin. Also, ich bin 13 Jahre alt. Und fangen jetzt mit Let's Plays an. Das ist mein erstes Let's Play. In meinem ersten Video war ich sogar schon zu sehen, aber dies war jetzt leider unbeabsichtigt, da durch die Sonneneinstrahlung mein Fernseher zu spiegeln begonnen hat. Am selben Tag habe ich nicht nur ein, sondern auch gleich mehrere Parts hochgeladen. Leider muss ich den zweiten nochmal aufnehmen, da ich noch keine Videos über 15 Minuten hochladen konnte. Also musste ich die einzelnen Pikmin-Tage mal in zwei Parts aufteilen. Leider wurden meine Videos am Anfang nicht wirklich geklickt. Das lag aber nicht nur darin, dass ich erst neu war, sondern dass meine Qualität richtig grottenschlecht war. Ich habe mit einer Webcam aufgenommen und diese ungewollt auf 360p gelassen, wodurch das Bild keine gute Qualität hatte. Zudem hat das Bild aufgrund des Röhrenfernsehers so heftig geflimmert, dass es fast schon in den Augen wehgetan hat. Das einzige, was halbwegs gepasst hat, war die Audioqualität, auch wenn es bei weitem nicht die beste war. Unter anderem lag es auch daran, dass ich früher nicht gewusst hatte oder bemerkt habe, wie schlecht meine Qualität einfach ist. Aber es hat mir so viel Spaß bereitet, dass ich einfach weitermache. Es war mir egal, ob meine Videos geschaut wurden oder nicht. Es hat mir einfach Spaß gemacht. So hatte ich direkt am Anfang geplant, wie ich das mit meinem neuen Projekt handhabe. Nachdem ich mein Pikmin 1 Let's Play zur Hälfte durch hatte, startete ich auch gleich mit dem nächsten. Es war ein Spiel, welches ich früher richtig gern gespielt hatte. SpongeBob SquarePants Revenge of the Flying Dutchman. Ich wusste nicht genau, was mich an diesem Spiel so fesselte. Aber es hat mir so eine große Freude bereitet, dass ich es bestimmt 5-mal oder so durchspielte. So habe ich mit einem weiteren Spiel auf meinem Kanal begonnen. Ich habe in den Sommerferien wirklich viel aufgenommen. Was auch daran lag, dass ich sehr viel Freizeit hatte und nichts für die Schule machen musste. Ich hatte die Aufnahme zu SpongeBob SquarePants Revenge of the Flying Dutchman schon relativ früh beendet gehabt. Voller Freude machte ich aber keine Pause, sondern startete direkt ein neues Let's Play Projekt. Nämlich SpongeBob's Eiskalt Entwischt für die Nintendo Wii. Auch dieses Spiel hatte ich einige Male durchgespielt. In den Sommerferien war ich auch kurz für eine Woche auf einem Campingplatz. Ich hatte wirklich alles dabei, was man dabei haben kann. DS-Geräte, Kopfhörer, Spiele und auch meinen ganzen Laptop hatte ich dabei. Hier mal ein kleines Bild davon. Ich hatte mich schon damals richtig cool gefühlt, da ich einen eigenen Kanal betreibe. Es hatte mich schon damals etwas verändert und so wurde ich auch leicht abgehoben, obwohl ich gar keine Reichweite hatte. Aber so wie damals bin ich zum Glück heute gar nicht mehr. So hatte ich in meiner damaligen Kanalempfehlung auch Let's Player wie Domtendo und so weiter drinne und habe dazu geschrieben, andere gute Let's Player. Da Pikmin 1 noch nicht zu Ende war, habe ich dennoch Lust auf den zweiten Teil hatte, habe ich mir einfach was anderes überlegt. Ich habe einfach die Dungeons von Pikmin 2 gespielt, unkommentiert natürlich, aber leider auch mit der Webcam aufgenommen und habe diese dann hochgeladen. So entstand ein kleines neues Mini-Format und das sah so aus. Der Sommer neigte sich dem Ende und so auch meine Ferien. Ich hatte einige Let's Plays aufgenommen und zwei davon waren sogar schon fertig. Und ich habe auch noch mit einem neuen begonnen, auch wenn es bisher nur zwei Parts waren. Es handelte sich um Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 3. Ein echt geniales Kampfspiel. Diese zwei Parts habe ich auch direkt hochgeladen. Ich hatte sogar meinen ersten negativen Kommentar erhalten, den ich direkt wieder gelöscht hatte. Er hat gesagt, dies ist Dummheit in Form eines Videos. Ich hatte ihn dann direkt geblockt. Ich wusste damals nicht, was er meinte, aber heute stimme ich ihm bei diesem Video sogar zu. Es war bei einem Part von Budokai Tenkaichi 3.
Dann kam ich leider wieder in die Schule. Leider wurde ich in den Ferien von einem aus meiner Klasse auf YouTube gefunden. Naja, ich hatte ihn ja auch abonniert und auch einen Kommentar unter sein Video verfasst. Was wahrscheinlich auch daran liegt. Direkt am ersten Tag kamen alle auf mich zu und sprachen mich deswegen an. Die meisten hatten es gar nicht für möglich gehalten, dass ich so etwas abziehen würde. Manche fragten mich auch direkt, ob sie mit mir was aufnehmen können. Es hat sich toll angefühlt, wirklich mal im Mittelpunkt zu stehen. Direkt in derselben Woche habe ich noch bei einer Person versucht, was aufzunehmen. Er wollte mit mir Minecraft Let's Playen. Und zwar wollte er den PC-Monitor mit einer Kamera abfilmen. Obwohl ich wusste, dass es eine blöde Idee war. Da es ja bereits Programme gab, die den Bildschirm aufnahmen. Leider hatten wir kein richtiges Video zustande bekommen. Noch in derselben Woche merkte ich, wie sich die Meinung zu meinem Kanal änderte. Viele Klassenkameraden meinten, dass meine Videos zu schlecht seien und auch eine schlechte Qualität hätten. Dies hatte dazu geführt, dass ich erstmal all meine Videos auf privat gestellt habe, sodass sie niemand mehr sehen konnte. Ich wollte dann erstmal mit YouTube aufhören, bis ich die Qualität verbessern konnte. Zudem habe ich auch die ganzen Videodateien von meinen Let's Plays gelöscht, auch von SpongeBob's Eiskalt entwischt, welches somit nie in die Öffentlichkeit kam. Schade eigentlich. Ich überlege bis heute noch, ob es ein Fehler war, diese Videos zu löschen. In der nächsten Zeit meinte einer aus meiner Klasse, dass ich doch was anderes machen sollte. Er redet dann von einem Unpacker, der Angry Birds Karten aufmacht, um zu sehen, was drin ist. Diese Person meint, dass ich auch solche Videos machen sollte. Und das machte ich auch. Ich kaufte mir statt Angry Birds Karten Sticker von Dragon Ball Z und machte dazu ein Unpacking, welches am 13.09.2012 hochgeladen wurde. Leider war die Qualität echt mega scheiße, weshalb es auch nur negative Bewertungen gegeben hat. Einige Tage war dann nichts mehr los auf meinem Kanal, aber ich wollte doch noch was hochladen. Also habe ich einfach ein paar Glitches und Bugs von Pokémon Schwarz und Weiß von Pokémon Diamant und Pearl gezeigt. Ich hatte sogar auf einem Video fast 5000 Klicks. Aber ich wollte nicht nur solche Videos auf meinem Kanal machen, sondern wollte auch mal was anderes machen. Zu der Zeit spielte ich auch wieder ein bisschen Pokémon Schwarz und Weiß. Als ich gesehen habe, wie lange man dafür braucht, seltene Pokémon und Pokémon Schwarz und Weiß zu finden, kam mir direkt die Idee für ein neues Format. Nämlich, wie fängt man das Pokémon XY in Pokémon Schwarz und Weiß? Dabei habe ich immer noch mit der Webcam aufgenommen, worunter auch die Qualität gelitten hat. Doch damals habe ich es leider nicht mitbekommen. Schaut selber. Ich hatte natürlich immer mehr die Lust bekommen, Let's Plays weiterzumachen. So hatte ich auch schon die nächste Idee für ein neues Projekt. Dieses Mal an meine Nintendo DS. Ich dachte, dass es dann besser aussehen würde als auf dem Fernseher. So hat das Bild weniger geflimmert, aber es war dann auch etwas unscharf. Am 3. Oktober 2012 begann ich mit dem Let's Play New Super Mario Bros. DS und damit war meine erste kleine 3- bis 4-wöchige kleine Kanalpause auch schon wieder vorbei. Und ich konnte endlich wieder Let's Plays aufnehmen. Damals war ich noch sehr in Facebook aktiv, wodurch ich jeden Part in Facebook gepostet habe, da ich nicht gewusst hatte, wie ich es hätte sonst verbreiten sollen. Was vielen Klassenkameraden aber nicht gefallen hat. Doch ich machte einfach weiter das, was ich wollte. Auch wenn immer wieder über mich und den Kanal gelästert wird. Oder ich einfach nur damit schlecht dargestellt und gemobbt wurde. Im September war ich zudem auf meinem ersten Flohmarkt und verkaufte einige Sachen, die ich eh nicht mehr brauchte. Ich hatte gute 80 Euro verdient, was doch schon relativ viel war. Ich habe mir dann gleich zwei neue Spiele gekauft. Nämlich Super Mario 3D Land, welches ich auch direkt durchspielte, und Pokémon Schwarz 2. Ich hatte mir vorgenommen, diese als Let's Play auf meinem Kanal zu bringen. Aber erstmal wollte ich ein Unpacking-Video dazu machen. So lud ich am 24. Oktober 2012 ein Doppel-Unpacking zu den beiden Spielen hoch. Es machte mir sehr großen Spaß, so ein Unpacking zu machen, weshalb ich es auch öfters machen wollte. So habe ich am 27. Oktober 2012 auch noch ein Unpacking zu Super Mario Galaxy hochgeladen. Am Tag darauf folgte auch ein weiteres Let's Play. Dieses zu einem Spiel, welches einer meiner absoluten Lieblingsspiele war. Mario und Luigi Abenteuer Bowser. Bei diesem Projekt muss ich es irgendwie versuchen, beide Bildschirme gleichzeitig abzufilmen, was relativ schwer war. Seht selbst. Ich war gegen Ende Oktober richtig dem Let's Play-Wahn verfallen, sodass ich immer mehr und mehr Projekte rausbringen wollte. Ich war sehr aktiv und wollte jeden Tag was Neues aufnehmen. Am 31. Oktober 2012 startete ich auch mit dem Fundraiser-Game Mario Kart 7. Zudem machte ich auch in der Zeit noch andere kleine Videos, wie den letzten Teil von Pikmin 2 Dungeons. Und zudem habe ich auch einen Trailer von meinem Nintendo 3DS abgefilmt und hochgeladen, was einfach nur billig aussah. Zu dieser Zeit ging ich manchmal zu ein paar alten Freunden, mit denen ich heute leider keinen Kontakt mehr habe. Schade eigentlich. Dabei waren die echt korrekt,
eine echt schöne Zeit. In der Schule wurde es aber immer schlimmer. Es gab einige, die mich gemobbt haben und mich ständig mit diesem Kanal runtergezogen haben. So haben sie auch damit angefangen, schlechte Videos gegen mich zu machen, wo sie mich beleidigten und mich einfach nur fertig gemacht haben. Und das, obwohl ich niemandem jemals etwas Böses getan hatte. Ich wollte doch einfach nur mein Hobby nachgehen. Aber ich hatte immerhin ein paar Leute aus der Klasse, mit denen ich mich anfreunden konnte. Was auch daran lag, dass ich endlich Facebook hatte. Ich wollte dann mal etwas anderes auf meinem Kanal bringen, da viele aus meiner Klasse meinten, dass ich nicht zocken kann, da ich nur Nintendo spiele oder Kinderspiele wie SpongeBob zocke. Ich fand das etwas beleidigend und abwertend, wodurch ich einfach mal ein neues Spiel ausprobierte. Eines, welches ich mir erst neulich gekauft habe. Dead or Alive Dimensions. Ich kannte mich zu der Zeit noch nicht so mit der Serie aus. Und so spiele ich einfach nur den Story-Modus im Let's Play durch. War ein echt interessantes Let's Play, muss ich sagen. Doch ich wollte auch meine Fernseh-Let's Plays weitermachen. Ich kam dann irgendwie auf die glorreiche Idee, meinen Fernseher zu wechseln. Das Problem bei meinen ersten Videos war, dass ich einfach an einem Röhrenfernseher abgefilmt habe. Dann habe ich jetzt aber versucht, die Videos bei meinem Flachbildfernseher im Wohnzimmer aufzunehmen. Es wurde tatsächlich besser. Man konnte alles gut erkennen. Und das Bild war sogar ohne Flimmern. Ich hatte es endlich. Ich wusste jetzt, wie ich es bei solchen Spielen machen musste. Ich startete also wieder mit Pikmin 1 und machte somit mein erstes Reloaded. Wie dies aussah, seht ihr hier, dass der Ton im Verlauf des Videos immer tiefer und asynchroner wurde, sodass es sich bei mir bis zum 13. Part von Pikmin 1 hinzog, bis ich dies endlich gefixt hatte. Und so verlief alles einige Wochen lang und ich habe meine Videos immer abwechselnd rausgebracht, um für etwas Abwechslung zu sorgen. Zudem lief es auch etwas in meinem privaten Leben besser, abgesehen von der Schule natürlich. Am 7. Dezember 2012 wollte ich mal etwas neu starten. Also habe ich mir Paper Mario Sticker Star gekauft und habe dazu gleich ein Unpacking-Video gemacht. Und darin kündigte ich auch das neue Let's Play an, welches am selben Tag noch folgte. Der Dezember ging immer schneller vorbei, wodurch auch Weihnachten schnell vor der Tür stand. Ich wusste auch schon, was ich mir wünschte, eine Nintendo Wii U. Aber ich bekam nur das Geld und so kaufte ich mir eine Nintendo Wii U erst etwas später. Am 25. Dezember 2012 begann ich mit einem kleinen Kurzprojekt, nämlich Mario Party 1. Dieses Let's Play fand ich aber sehr schlecht und habe deshalb auch nur ein Brett gespielt. Dieses Let's Play ging auch nur zwei Parts. Das Jahr neigte sich zum Ende und ich kaufte mir von meinem Weihnachtsgeld meine Traumkonsole, die Nintendo Wii U. Ich habe mir natürlich auch schon Let's Plays von Galkan zu den ganzen Spielen angesehen. Die Konsole habe ich mir in einem Bundle mit Nintendo Land gekauft. Ich wollte sie aber nicht einfach auspacken und gut ist. Ich wollte ein Unpacking-Video dazu machen, wie ich die Konsole auspackte und auch ein paar Worte dazu verliere. So Galkan-Style mäßig. Das Video kam übrigens erst am 16.01.2013 auf meinen Kanal. Natürlich haben das Video einige aus meiner Klasse gesehen. Einer zählte mich damit runter, dass ich in diesem Video eine Jogginghose getragen habe. Und das echt scheiße aussah, an Weihnachten eine Jogginghose zu tragen. Ich fragte mich natürlich, was das sollte. Ich kann noch tragen, was ich will. Und ich habe mir außerdem die Konsole erst nach Weihnachten gekauft. Hier ein kleiner Ausschnitt vom Unpacking-Video. So, jetzt ist sie da, meine brandneue Wii U. Ja, die im Internet hält 30 Euro. Das Premium Pack mit Nintendo Land. Es gibt ja auch das Basic Pack, aber ja komm, da ist nur 8 GB im Game Basic Pack. Und hier 32. Ich hoffe, man kann es lesen. Ha, ich hab mal. Im ersten Jahr auf YouTube war Nintendo mein großes Vorbild. Ich schaute ihnen so gut wie jeden Tag beim Zocken zu. Ich wollte damals immer so sein wie er. Er war es indirekt, der mich quasi immer motivierte, weiterzumachen und weiterzumachen. Denn er ist das beste Beispiel daran, dass man alles erreichen kann, was man sich auch vornehmen will. Sonst gab es in der Zeit nach Weihnachten nicht besonders viel auf meinem Kanal zu sehen. Nur Pikmin 1 konnte ich gut beenden und ich habe auch endlich diese nervigen Tonprobleme in den Griff bekommen. Darauf startete ich dann zwei Projekte. Zum einen war das Pikmin 2, welches am 12. Januar online ging, und das andere Projekt war Pikmin Challenge Mode, welches zwei Tage darauf folgte. Für circa zwei Wochen gingen die Videos darauf dann wie gewohnt weiter. Doch da ich ein Unpacking zu Pokémon Schwarz 2 und Super Mario 3D Land gemacht habe, wollte ich diese nun auch endlich als Let's Play bringen. Angefangen habe ich mit Pokémon Schwarz 2, welches ich als Blind verkaufen wollte, obwohl ich ja Pokémon Weiß 2 schon lange davor gezockt hatte. Das Let's Play startete am 30. Januar 2013, ging aber auch nur vier Parts. Ich habe das Spiel dann privat ohne Aufnahme durchgespielt.
Am darauffolgenden Tag startete ich mit Super Mario 3D Land. Dieses hatte allerdings nur 5 Parts, jeder machte ich dann später mit dem Let's Play weiter. Darauf in der Zwischenzeit versuchte ich mit einem neuen Camcorder von Kaufland zu filmen. Diese hat nur 25 Euro gekostet und als ich sie gesehen habe, wollte ich sie unbedingt haben. Sie hatte zwar ein besseres Bild als meine Webcam, allerdings konnte man keinen Ton hören. Zu hören war nämlich nur ein Störgeräusch, was mich ziemlich abfuckte, da ich umsonst mein Geld verschwendet hatte und ich dann wieder mit der Webcam weiter filmen musste. Des Weiteren wollte ich in diesem Zeitraum noch 3 weitere Let's Plays starten. Eines davon war SpongeBob und seine Freunde, die Macht des Schleims. Davon hatte ich sogar schon 2 Parts hochgeladen, aber diese habe ich dann wieder gelöscht, wozu ich noch später komme. Dann hatte ich noch One Piece Unlimited Cruise One geplant. Dieses habe ich dann leider abgebrochen, weil der Ton mal komplett am Arsch war und damit die Qualität enorm runtergezogen hat. Und dann wollte ich noch ein Nachfolgeprojekt von Pikmin 2 aufnehmen, nämlich Super Smash Bros. Brawl. Das Problem bei dieser Aufnahme war, dass die Steuerung einfach nicht funktioniert hatte, wodurch ich es nicht spielen konnte. Schade eigentlich. Und dann habe ich in diesem Zeitraum auch noch einen schlimmen Fehler begangen, für den ich mich immer noch selbst hasse. Und zwar war dies aufgrund einiger Vorkommnisse in der Schule. Als ich bei meiner Klasse auf dem Pausenhof saß, kam plötzlich einer aus dem Gymnasium zu mir, den ich gar nicht kannte, aber er offenbar mich. Er fing dann auf einmal an, mich grundlos immer weiter hinunterzuziehen, wodurch er dann auch auf meinem Kanal zu sprechen kommt. Er beleidigte mich dann immer mehr und meinte, dass ich ein völliges Kleinkind sei, der nur solche Spiele wie SpongeBob spielt. Natürlich haben die meisten aus meiner Klasse dann mitgemacht und mich auch immer runtergezogen und runtergezogen. Ich wusste, dass ich in dieser widerlichen Klasse einfach nichts mehr zu suchen hatte. Und so wollte ich einfach nur noch weg. Jeden Tag dieses Gemobbe und dieses schlecht dastehen lassen kotzte mich einfach an. Aber über diese Aussage, dass ich noch ein Kleinkind sei und SpongeBob-Spiele spiele, hat mich echt zum Nachdenken gebracht. Ich habe zwar noch einmal überlegt, was ich mache, aber ich bin dann zu dem Entschluss gekommen, dass ich all die Videos, die mit SpongeBob zu tun haben, einfach so lösche. Komplett von meinem Kanal weglösche. Und dies war aus heutiger Sicht ein großer Fehler, da ich mich einfach von diesen widerlichen Spacken beeinflusst habe lassen, zu tun, was ich gar nicht möchte. Und zum anderen habe ich Videos von mir gelöscht, obwohl ich es hasse, wenn ich Videos von mir selbst lösche. Ich finde es echt schade, da vor allem mir das Let's Play zu SpongeBob SquarePants Revenge of the Flying Dutchman sehr gefallen hat. Auch wenn es einige aus meiner Klasse gab, mit denen ich mich gar nicht verstand, gab es auch Leute, mit denen ich mich relativ gut verstanden habe. So habe ich sogar mit einem aus meiner Klasse ein richtiges Together aufgenommen, mein erstes Together. In diesem Together haben wir zu zweit den Battle-Modus aus New Super Mario Bros. DS gespielt. Den ersten Part davon habe ich am 12.03.2013 hochgeladen. Mein letztes Let's Play, was ich am 22. März 2013 hochgeladen habe, war Mario Kart Double Dash. Dieses habe ich aber nicht bei mir zu Hause aufgenommen, sondern ich habe es Let's Played, als ich für eine Woche bei meiner Oma gewohnt hatte. Ich habe meine Webcam dann einfach vor dem Fernseher gestellt und dann wieder aufgenommen. Ganz einfach. So wie man es ja von mir schon gewohnt war. Aber die Qualität sah gar nicht mal so schlecht aus und konnte sich relativ gut sehen lassen. Allerdings habe ich nicht wirklich viel gespielt, sondern ich habe lediglich den 50er Hubraum Let's Played und nach den Meisterschaften des Hubraums aufgehört. Der Part mit den Meisterschaften war damals mein längstes Video und ging über eine Stunde. Nachdem ich die meisten Let's Plays doch abgebrochen habe und nur eines wirklich abgeschlossen hatte, hatte ich nur noch Pikmin 2 auf meinem Kanal laufen. Mein Kanal wurde dadurch etwas eintönig, was bei mir jetzt aber noch schlimmer wurde, war die Tonqualität. Und dass der Ton im letzten Viertel des Let's Plays komplett asynchron und tief wurde, was meine Qualität natürlich noch mehr runter machte. Ich hatte zwar herausgefunden, wie man die Videos in HD aufnehmen kann, allerdings sah das Bild auch nicht nach meinen Vorstellungen aus. Und ich habe es wieder auf die alte Qualität runtergestellt. Ich hatte dann kein Let's Play mehr offen. Ich wusste, dass es an der Zeit war, mit YouTube aufzuhören. Denn mit so einer minderwertigen Qualität wollte ich einfach nicht mehr weitermachen. Ich wollte Pikmin 2 aber nicht abbrechen, sondern ich wollte es auch wirklich abschließen. So habe ich nach dem Final Boss noch 2 Parts aufgenommen. In einem davon habe ich meine Meinung über das Spiel gesagt und in dem zweiten, was ich mir für Pikmin 3 alles wünsche. Das letzte Video habe ich dann am 22.04.2013 hochgeladen, welches auch mein vorerst letztes war. Leider brachten mich damals die schweren technischen Umstände zu meiner ersten größeren Kanalpause. Allerdings habe ich kein Infovideo oder sowas in der Art gemacht. Ich habe einfach aufgehört. Allerdings war es mir da auch egal. Aber ich hatte nie vorgehabt, für immer mit YouTube aufzuhören. Ich hatte mir natürlich bereits eine Liste gemacht von Spielen, die ich alle noch Let's Playen möchte. Und es war eine sehr, sehr lange Liste. Sonst gab es nichts wirklich Besonderes, außer dass ich mit meiner Klasse am Bodensee war und mein Kumpel ein paar Bilder gemacht hat. Für manche schäme ich mich sogar heute noch. Ich sage nur eins. P.
Pinselkopf. Sonst war nicht mehr viel los. Ich habe mich langsam für den Umzug bereit gemacht und war in Gedanken schon in meiner neuen Heimat. Ich schaute jeden Tag weiterhin fleißig Domtendo und war in Gedanken weiterhin auf meinem Kanal, der erstmal noch auf Eis gelegt war. Das Einzige, was ich noch geändert habe, war mein Profilbild. So viel zu meinem ersten Jahr auf YouTube. Es gab so verdammt viel zu erzählen, weshalb dieser Teil auch so unglaublich lang ist. Aber ich bedanke mich herzlichst für alle Leute, die bis hierhin zugeschaut haben. Es freut mich wirklich riesig, vor allem weil ich hier wirklich viel Mühe und Arbeit investiert habe. Also dann werde ich sagen, bis zum zweiten Teil meines 6-Jahre-Specials, in dem ich über mein zweites Jahr auf YouTube reden werde. Na dann, haut rein, lasst euch nicht unterkriegen. Bis zum nächsten Mal, euer Johnny Nix LP. Bye.